Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Die Corona-Situation in Beijing ist immer besser geworden. Dem neuesten Medienbericht zufolge hat Beijing an 29 aufeinanderfolgenden Tagen keine neuen bestätigten lokalen oder importierten Covid-19-Fälle verzeichnet. Aber es wird immer noch vorgeschlagen, die Präventionsmaßnahme anzuhalten, um das Verbreitungsrisiko zu minimieren. Ich gehe heute in den Supermarkt einkaufen und wollte euch dabei zeigen, wie es hier jetzt läuft. Der Supermarkt liegt eigentlich ganz in der Nähe meiner Wohnung, aber in den letzten 3 Monaten habe ich meine Lebensmittel nur online gekauft, mit Hilfe der Handy-Apps der Supermärkte. Let's go! Körpertemperatur wird im Eingangsbereich in fast allen öffentlichen Orten in China gemessen. Hier steht ein Apparat für die automatische Messung der Körpertemperatur. Beim Antritt werden die Temperaturen sehr schnell gemessen. Es ist jetzt Freitagnachmittag und es gibt nicht so viele Leute und ich möchte auch dabei die Menschenansammlungen möglichst zu vermeiden. Und alle Leute tragen Mundschutz, deswegen fühle ich mich sicherer. Gramm. Kostet 30 Yuan. Bin ich als 4 Euro? Ist das günstig? Wie viel kostet es in Deutschland? Ich habe schon alles, wir bezahlen. Hier gibt es normale Kassen und auch automatisierte Kassen. Die automatisierte Kassen gefällt mir besser. Das ist effizienter, viel, viel effizienter. Die Erdbeere ist sehr günstig. Es kostet nur 20 Yuan, weniger als 3 Euro. Für den Umweltschutz gibt es nicht keine kostenlose Tüte mehr. Deswegen habe ich eine eigene mitgebracht. Eine eigene Plastiktüte. Ich bin zurück zu Hause. Der Einkauf im Supermarkt macht mir viel Spaß heute. Ich hoffe, dass mein Video heute euch gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht ein Like dazu lassen und Ihre Kommentare lese ich auch mega, mega gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.